3, 2, 1, EA, bitte einmal, können wir den Dicken erneuern? What the fuck? Oh, okay. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Kannst du keinem erzählen. Mesut. Raw to... Digga, der macht sich doch safe über mich lustig, oder? Hä, warte mal! Das haben immer Leute... Warte. Das habt ihr immer in die Kommentare reingeschrieben. Wait, warte, was? Ihr habt das immer in die Kommentare geschrieben, weil ich immer Road to Glory gesagt habe. Und jetzt heißt der Gegner so... Tim und da oben steht jetzt 3 cm. Da steht jetzt links Tim und rechts 3 cm. Dann will ich doch komplett hops nehmen hier. Oh mein Gott! Varan mit einem Scorpion Kick. Mein Goretzka hat sich verletzt. Ich habe den gerade eingewechselt und er hat sich verletzt. Ich wollte ihn gerade durchschicken. Und er hängt jetzt da. Und jetzt läuft er los, weil er jetzt wieder gesund ist. Ich habe ihn nicht mal geschickt. Und jetzt macht er ein Tor. Hä? Deswegen, wir ziehen einfach. Ich habe nicht so viel Hoffnung, aber... Oh! Oh mein Gott. Wen gibt es noch guten Trau... Oh mein Gott! Ich habe ihn wirklich. Hä? Was war das denn? Junge. Ronaldo. Yashin ist so gut, Yashin ist so gut, ne? Da ist er zeigt schon mit der Hand. Da ist er, sein erster Einsatz. So, R9 is coming. R9, da ist der erste Pass. Und der erste Ballverlust. Er will zeigen, dass er auch menschlich ist. Das ist wirklich korrekt von ihm. Oh, scheiße. Ja, nein, so. In welches Team bin ich hier gekommen? Wer steuert mich denn hier? Cruyff oder Rüllet? Ja! Yes! Scheiße. Masse gut. Weiter dran festhalten an den Leistungen, ja, genau so. Und jetzt den Pelé auch einfach mal. Warte mal. Haha, was ist das denn? Was ist hier gerade passiert? Wieso lässt er, um Gottes Willen, wieso lässt er den Vorteil nicht laufen, Chat? Hä? Paul Pogba. Well, terrific skill. Worth a try. Goodness gracious me! Pogba! And a goal! Bye bye. Und der Doku wird euch jetzt alle brechen. Der Doku wird euch einfach brechen. Jetzt noch ein CR7 dahinter, wäre perfekt. Aber das wird, glaube ich, schwierig. Ach ja. Schade. Aber 3 Special Cards, das ist doch schon mal Meta. Boah, was war das denn? Ich sag ehrlich, ich würde eher The Zone nehmen, anstatt The Zone. Ich könnte heulen, wirklich. Minus 10. 10 Punkte für einen scheiß ständigen Druck unentschieden. Kann das alles nicht mehr, ehrlich. Und wenn ihr euch fragt, wieso ich PS5-Versionen so bad finde, guckt mal, wie tief sein ganzes Team steht. Sein Stürmer steht 30 Meter vor dem Tor. Das ist das beste Beispiel. Und auf PS4-Version steht der Stürmer an der Mittellinie, gefühlt. Und jetzt stehen halt 20 Leute in seinem Strafraum. Weil die ganze CPU immer voll nach hinten rennt. Guckt euch das mal an. Das stehen jetzt bis auf 2-3 Spieler alle in seinem Strafraum. Und auf PS4-Version hat das halt viel offensiver.
Für die, die das halt sich fragen. Und dadurch ist es halt viel schwerer, ein Tor zu machen, weil einfach das ganze Team automatisch hin. Das ist gar nicht mal so, dass der Gegner das eingestellt hat, dass der alle mal hinten hat. Das ist einfach automatisch so, dass, dass halt die ganze CPU nach hinten rennt. Endo? Toni? Was? Ah, der Vogel! Du hast komplett meine Spiel getroffen, wa?